So, es freut mich zum zweiten Mal, hier in Kiel zu sein und in der Alten Mühl. Ich fahre zum ersten Mal im Januar hier, habe einen Vortrag zum Thema Kultur und Nachhaltigkeit gehalten und einige Thesen und Impulse, Thesen und Ideen, die ich damals angesprochen habe, werde ich heute vertiefen. Das Thema ist heute eben die urbane Transformation. So, ich werde mich erstmal auf den Begriff Transformation fokussieren. Dann die Frage beantworten, warum gerade Städte und Quartiere geeignete Orte und Treiber der Transformation sein können. Schließlich geht es um die Frage, wie wir selbst unsere Straße, unseren Stadtteil und unsere Stadt transformieren können. Wie die Transformation vor der eigenen Haustür sozusagen stattfinden kann. So, Transformation an sich ist dieser Begriff neutral und steht für einen mehr oder minder radikalen Wandel der Gesellschaft, der Denkweise und der Lebensstile. Beispiele von gesellschaftlicher Entwicklung, von gesellschaftlicher Transformation sind zum Beispiel die neolithische Revolution mit der Erfindung des Ackerbaus, die industrielle Revolution, die Abschaffung der Sklaverei in den USA oder auch der Fall der Berliner Mauer. Gerade in unserem Kulturkreis halten wir gerne an Ordnungen fest. Das heißt, die Transformation wird oft als Übergangsphase zwischen zwei Ordnungen verstanden oder mit Unsicherheit verbunden, mit der Gefahr von Chaos und Anarchie. Und entsprechend geämmt. In Wahrheit ist der Wandel der Normalfall. Schon in unserem persönlichen Leben ist die Transformation nichts Fremdes. Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, die sich von der heutigen stark unterschied. Jeder von uns wird älter. Wir machen Lebenskrisen durch, lernen, verlieben uns, bekommen Kinder, kämpfen, ziehen immer wieder um. Wir befinden uns selbst in ständiger Transformation und sind selbst in gewisser Weise Transformationsexperte. Jeder von uns ist in einer gewissen Weise ein Transformationsexperte. Trotzdem trauen wir es Politikern, Unternehmern oder Menschen im Allgemeinen nicht zu, dass sie zu einem radikalen Wandel in unserer Gesellschaft fähig sind. Egal wie notwendig diese Transformation auch ist. Denn es heißt immer wieder, es kann nicht mehr so weitergehen. Dabei übersehen wir, dass sich die Frage, ob eine radikale Transformation wollen oder nicht, diese Frage heute nicht mehr stellt. Gerade heute nicht, denn wir stecken bereits mittendrin. Denken wir zum Beispiel an die tiefen Auswirkungen der Finanzkrise, an die wachsenden sozialen Polarisierungen und die Konflikte weltweit, an die autoritären Entwicklungen in Osteuropa, in der Türkei oder auch in den USA. Denken wir an die AfD und die vielen Flüchtlinge, die im Mittelmeer täglich sterben. Denken wir an den dramatischen Klimawandel und an die aktuellen Bilder über die Überschwemmungen in Indien, den USA oder Italien. Denken wir an die Zerstörung der Natur. Wir könnten vor dem sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte stehen, so die Wissenschaftler, dieses Mal vom Menschen selbst verursacht. Wie können wir zu solch einem radikalen Wandel fähig sein und uns gleichzeitig vor bessere Alternativen der Rat drücken? Wie gesagt, die Frage ist heute nicht, ob wir eine radikale Transformation unserer Gesellschaft wollen oder nicht, sie findet bereits statt. Im Fall der Transformation stellen sich heute nur drei Fragen. Und die erste ist, wollen wir die Transformation über uns ergehen lassen, sozusagen passiv zuschauen oder lieber selbst gestalten? Soll die Transformation bei Desaster oder bei Design stattfinden? Durch die Not erzwungen werden oder vorbeugend von uns selbst gestartet werden? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, ich habe es gezeigt, es gibt nicht nur eine gute Transformation, es gibt auch eine andere Transformation, die heute dominiert. In welche Richtung
geht die Transformation oder sollte die Transformation gehen? Und die dritte Frage ist, wer gestaltet die Transformation für wen? Und mit diesen drei Fragen möchte ich mich jetzt beschäftigen. Zur ersten Frage. So, in den Sozialwissenschaften wird zwischen zwei Kategorien von Transformation unterschieden, nämlich ungeplante und unabsichtliche Transformationen. Beispiele dafür sind die industrielle Revolution oder die Finanzkrise und auf der anderen Seite intentionale Transformationen. So, bei intentionalen Transformationen sind intentionelle Transformationen werden bewusst geplant. Die Ziele von intentionalen Transformationen sind sozusagen vorgegeben. Die neoliberale Globalisierung ist ein Beispiel von intentioneller Transformation und auch die große Transformation, jetzt steht das hier im Schatten, die große Transformation, die im Output-Akten 2011 vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen beschrieben worden ist, abgekürzt WBGU. So, das können wir jetzt besser sehen. Das ist das Hauptgutachten, diese Institution. Und in diesem Hauptgutachten geht man von einem epochalen Problem in unserem Jahrhundert, das ist der Klimawandel. Und es geht zum Beispiel, was Kiel angeht, um die Möglichkeit, dass diese Stadt in 80 Jahren unter Wasser liegen konnte. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, konnte der Meeresspiegel bis 2 Meter praktisch ansteigen. Ja, und viele Städte, die an der Küste liegen, werden praktisch vielleicht unter dem Meeresspiegel liegen. So, wie können wir dieses Szenario vermeiden? Das Ziel wird von der Wissenschaftsgemeinschaft vorgegeben. Es geht um eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 80-90% bis 2050. Das ist ein radikales, sehr ambitioniertes Ziel. So, wir führen gerade eine merkwürdige Diskussion über manipulierte Dieselfahrzeuge. Die Wahrheit ist, dass um dieses Ziel zu erreichen, dass wir schnellstens aus Kohle und Erdöl aussteigen müssen. So, das heißt, die zentrale Energiequellen unserer Gesellschaft, daraus müssen wir aussteigen. Und dieses Ziel erreichen wir nicht einfach mit den Elektrofahrzeugen. Ja, ich glaube, dass wir in diesem Fall so mit einer Art Beruhigungspille zu tun haben im Vergleich zu den Zielen, die wir erreichen müssen, um den Klimawandel in ihrer schärfsten Form zu vermeiden. Worum geht es bei der Transformation, bei der großen Transformation, um deutlich mehr als um technologische Innovationen? Es geht um tiefe kulturelle, soziale, technologische, wirtschaftliche, infrastrukturelle sowie produktions- und konsumbezogenen Veränderungen in verschiedenen Sektoren und Systemen der Gesellschaft. Diese Definition zeigt, wie umfangreich und tiefgreifend die Transformation sein muss, um den Klimawandel in seine schärfste Form zu vermeiden. So, wir könnten natürlich jetzt auch darüber reden, welche Wirtschaft brauchen wir, um die nächste große Finanzkrise zu vermeiden. Also hier geht es um den Klimawandel, aber das Gleiche konnten wir auch uns auch über die Finanzkrise diese Frage stellen. So, was passiert, wenn wir diese Wende nicht hinbekommen? So, uns konnte eine umgekehrte Eiszeit bevorstehen, das heißt 3-4 Grad plus statt 3-4 Grad minus. Darauf steuern wir geradezu. Und das tun wir unseren Kindern und Enkelkindern an. Das heißt, wenn wir über Zukunftsfähigkeit reden, reden wir nicht über etwas Theoretisches, sondern über die Frage, in welcher Welt, auf welchem Planeten werden unsere Kinder und Enkelkinder leben. Selbst wenn die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels in den armen Ländern des Südens sich konzentrieren werden, was gerade passiert, werden die Menschen dort nicht einfach zuschauen, wie ihre Kinder verhungern, sondern in die reichen Länder fliehen, nach Norden. Eigentlich zu den Verursachern des Klimawandels. Heute ist unsere Gesellschaft schon durch 1 Million Kriegsflüchtlinge überfordert. Wie werden wir in Zukunft mit den Millionen Klimaflüchtlingen umgehen? Und nun komme ich zur zweiten Frage.
In welche Richtung geht die Transformation oder sollte die Transformation gehen? Obwohl schon Margaret Thatcher ihre Politik mit dem Satz "There is no alternative", heute bekannt auch als TINA-Prinzip, verteidigte, ist die heute dominante Transformation jede, die uns zu Katastrophe führt, kein Schicksal und kein Naturereignis, mit dem wir uns abfinden müssen. Es gibt Alternativen. Sie werden in anderen Kulturen und auch in städtischen Subkulturen gelebt. Während man in Deutschland am Auto festklammert, zeigen Kopenhagen oder Amsterdam, wie eine nachhaltige Mobilität aussehen kann, wie eine entschleunigte Fahrerstadt funktionieren kann. Diese Alternativen werden oft mit Fachbegriffen wie Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit oder gutes Leben umschrieben. So, nun die Frage, was ist ein gutes Leben? Während in den westlichen Ländern wie Deutschland die Qualität der Regierungspolitik allein mit dem Bruttosozialprodukt gemessen wird, das heißt, die Regierungspolitik ist gut, wenn sie für ein Wirtschaftswachstum sorgt, es gibt keine Partei im Bundestag, die gegen dieses Ziel ist, Wirtschaftswachstum. Das heißt, Wirtschaftswachstum ist in unserer Gesellschaft eine Art Dogma. Wohlstand wird mit Wirtschaftswachstum gleichgesetzt. Folgen Länder wie Bhutan, Ecuador und Bolivien anderen Wohlstandsmodellen. In Bhutan wird die Qualität der Regierungspolitik anhand des Wohlbefindens der Menschen beurteilt. Das heißt, durch Bruttonationalglück statt Bruttonationalprodukt. Wenn die Menschen glücklicher werden, dann ist die Regierungspolitik auch gut. In Bolivien und Ecuador ist das Leitbild Buen Vivir, zu Deutsch gutes Leben, in der Verfassung verankert worden und zum fundamentalen Staatsziel deklariert worden. Das Buen Vivir ist keine Theorie, sondern die Art und Weise, wie Indianer im Amazonasgebiet seit Jahrhunderten tatsächlich leben. Und hier habe ich einen Vergleich versucht zwischen den zwei Wohlstandsmodellen, also westliche Wohlstandsmodell und Buen Vivir Modell. Das Hauptziel der Entwicklung bei uns ist Wirtschaftswachstum. Bei den indigenen Völkern ist das Gleichgewicht. Das Vorbild des Fortschrittes ist bei uns die Maschinen. Das heißt, Maschinen werden durch Fortschritt immer weiter perfektioniert und inzwischen ersetzen sie sogar Menschen. Bei den indigenen Völkern ist die Natur und die Menschlichkeit, die innere Natur, das Vorbild. Der Umgang mit der Zeit ist entsprechend unterschiedlich. Beschleunigung, immer mehr Menschen leiden bei uns unter Depression oder Burnout, unter dem Druck. Bei den indigenen Völkern orientiert man sich am Biorhythmus. Bei uns wird Natur vor allem auf ein Rohstofflager, Deponie oder Freizeitpark reduziert. Bei den indigenen Völkern spricht man über Pachamama, Mutter Natur. Auch die Beziehungen werden unterschiedlich gestalten. Bei uns geht das Prinzip des Wettbewerbs, Individualisierung, soziale Ungleichheit nimmt zu, man vergleicht sich ständig miteinander, Status. Bei den indigenen Völkern ist das oberste Prinzip Solidarität und gegenseitiger Respekt. Materielle Werte dominieren bei uns, Eigentum ist sehr wichtig, Privateigentum, Massenkonsum genauso. Bei den indigenen Völkern Spiritualität und Qualität der menschlichen Beziehungen. So, ich habe in Köln einen Tag des guten Lebens 2011 initiiert. Das ist eine Art Tag des Buen Vivir. Und diese Tag sollte man auch so verstehen, dass man die Perspektive umdreht. Bisher mussten die indigenen Völker von uns lernen, wie man zu leben hat, durch die Kolonisierung und die Globalisierung. Wir haben ihnen ein Wohlstandsmodell vorgegeben. Was können wir von ihnen, von den afrikanischen Kulturen lernen, wie man besser leben kann? So. Man dreht an diesem Tag praktisch die Perspektive. Was können wir vom Süden lernen? Es ist ein Tag des Buen Vivir. Es gibt aber auch in Europa eine Tradition des guten Lebens. Weltweit werden seit Jahren Studien über das Wohlbefinden der Menschen durchgeführt und die skandinavischen Länder schneiden oft am besten ab. Das hat weniger mit dem privaten Einkommen zu tun. In Skandinavien zahlen die Menschen, das wissen wir, viel mehr Steuern als in Deutschland. Sehr wichtig, warum sich Menschen dort wohler fühlen, ist die Großzügigkeit, die Solidarität und die Selbstbestimmung.
die Möglichkeit der Selbstbestimmung, Vertrauen. Das heißt, Solidarität, soziales Zusammenhalt macht Menschen glücklicher als Wettbewerb und Status. Ein starkes Gemeinwesen macht die Menschen glücklicher als eine flächendeckende Privatisierung. In Skandinavien muss kein Mensch Angst haben, sozial abgehängt zu werden, und das entspannt unheimlich. Gerade in einem Kontext des Massenkonsums und der materiellen Verstopfung der Lebensstile hat das gute Leben sehr viel mit der Frage der Suffizienz zu tun, nämlich wie viel ist genug? Weniger ist oft mehr. Mit dieser Frage haben sich auch Platon und Aristoteles beschäftigt. Wolfgang Sachs, einer der wichtigsten Vertreter vom Wuppertal-Institut, würde das gute Leben anhand von vier Begriffen definieren, die mit E beginnen, nämlich Entschleunigung, Zeitwohlstand. So, wo ist die Zeit, um persönliche, menschliche Beziehungen zu pflegen? Wo ist die Zeit, um sich selbst kreativ zu entfalten? Entflechtung. Wo sind die Freiräume in der Stadt, wo wir Gemeinschaft pflegen können, wo wir unsere Ideen vom guten Leben umsetzen können? Raumwohlstand, Entrümpelung, Besitz macht unser Leben schwerer. Das heißt, wenn wir weniger besitzen, können wir auch beweglicher leben. Und Entkommerzialisierung. Um es auf den Punkt zu bringen, wir bräuchten heute statt schneller, globaler, mehr und kommerzieller ein langsamer, näher, weniger und persönlicher. Nun ist die Frage, an welchem Wohlstandsmodell orientiert sich die Stadtentwicklung? Welche Stadtentwicklung brauchen wir, sodass die Menschen gesünder leben und sich wohler fühlen? Müssen die Menschen unbedingt eine dreckige Luft atmen, wenn wir bessere Alternativen haben? Ich glaube, diese Fragen sind zentral jetzt hier auch bei der Konferenz. So, zur dritten Frage. Wer macht die Transformation für wen? Wir betrachten die gesellschaftliche Entwicklung oder das Wirtschaftswachstum oft so, als ob alle Menschen davon gleich betroffen wären. Tatsache ist, dass die bisherige gesellschaftliche Entwicklung vor allem von einer Minderheit für eine Minderheit bestimmt wurde. Die neoliberale Globalisierung wird von einem starken Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik getragen, genauso wie der Immobilienboom in den Städten. Er kommt von oben und nicht von unten. Die Bürgerinnen und Bürger sind nie gefragt worden, ob sie die Arbeitsmärkte liberalisieren wollen oder Steueroasen zugelassen werden dürfen. Im Gegenteil, die Bürgerinnen und Bürger müssen nun sogar für die Kosten dieser Entwicklung aufkommen, wobei die Banken mit Milliarden Euro gerettet wurden. In unserer Gesellschaft werden die Profite privatisiert und die Kosten und Risiken sozialisiert, so Noam Chomsky. Und das gilt auch für den Klimawandel. In den letzten Jahrzehnten ist die Demokratie auf allen gesellschaftlichen Ebenen enorm geschwächt worden, und damit auch unsere Möglichkeiten, die Richtung der Entwicklung mitzubestimmen, die Entwicklung mitzugestalten. Wie gestaltet man heute die Transformation? Entweder indem man Macht und Geld hat oder indem man Bündnisse schmiedet, indem Bürgerinnen und Bürger sich vernetzen, miteinander zusammenarbeiten. Sie sollen nicht nur das eigene Leben selbst in die Hand nehmen, sondern auch die eigene Straße, den eigenen Stadtteil und die eigene Stadt. Denn wem sollen sie gehören, wenn nicht den Bürgerinnen und Bürgern selbst? Mit dieser Strategie können wir selbst die Richtung der Transformation bestimmen und ihre Umsetzung vorantreiben. So. Damit komme ich zum zweiten Teil des Vortrags. Es geht nämlich hier um die urbane Transformation, um die städtische Transformation. Um die Frage, warum gerade die Stadt, das eigene Quartier oder gar die eigene Straße für eine Transformation hin zu Nachhaltigkeit und zum guten Leben geeignet sind. Warum sollten wir mit der großen Transformation vor unserer Haustür beginnen? Ihr die wichtigsten Argumente. Das erste, top-down, eine Politik von oben nach unten,
diese Politik ist gescheitert, es heißt nun bottom-up, von unten nach oben. Wir haben jahrzehntelang geglaubt, dass die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz von oben nach unten durchgesetzt werden können. 1972 fand die erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm statt. 1992 wurde die Agenda 21 in Rio de Janeiro verabschiedet, 2000 die Millenniumsziele der Vereinten Nationen in New York und nun sollen wir für die 17 Development Goals der Vereinten Nationen werben. In diesem Jahr findet die 23. internationale Klimakonferenz in Bonn statt. Was hat sich aber bisher geändert? Es hat sich nicht nur wenig getan, sondern bei den entscheidenden Indikatoren klaffen die Ziele der Nachhaltigkeit und der Realentwicklung weiter auseinander. Seit dem Scheitern der Klimaveränderung in Kopenhagen 2009 glaube ich nicht mehr an diese Strategie. Eine einseitige Steuerung der Gesellschaft von oben nach unten ist eher Teil des Problems und kann nicht die Lösung sein. Nicht einmal in den Städten funktioniert eine solche Form von Steuerung, so wie die vielen Skandale der letzten Jahre zeigen. So zum Beispiel Einsturz des historischen Stadtarchivs 2009 in Köln, die Explosion der Kosten bei Stuttgart 21, der neue Flughafen in Berlin. Für eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit brauchen wir einen anderen Weg, eher von unten nach oben. Und dieser Weg ist selbst das Ziel. Wir brauchen mehr Demokratie statt weniger Demokratie, mehr statt weniger Dezentralisierung, mehr statt weniger Selbstverwaltung, mehr Public-Citizens-Partnerships statt Public-Private-Partnerships. Wir können mit der Transformation bei uns selbst, bei unseren Nachbarschaften, in unseren Gemeinden beginnen, mit der Unterstützung der Stadtverwaltung. Denn wir Bürger und Bürgerinnen sind nicht die Kunden der Stadtverwaltung, sondern die eigentlichen Eigentümer. Natürlich wünsche ich mir einen Durchbruch bei den internationalen Klimaverhandlungen, glaube aber, dass wir ihn nur durch mehr Druck von unten hinbekommen. Die zweite These, wir sollten das menschliche Maß berücksichtigen. Bei den meisten Entwicklungsmodellen geht es darum, den Menschen umzuerziehen, zu etwas anderem zu machen, als er ist. Heute müssen wir zum Beispiel global denken, obwohl unser Gehirn genauso groß oder klein wie vor 15.000 Jahren ist. Wie fühlen wir uns, wenn erzählt wird, dass die Erdtemperatur in diesem Jahrhundert um 3 Grad steigen wird? Wie fühlen wir uns, wenn es erzählt wird, dass die CO2-Emissionen um 90% senken müssen? Meistens überfordert oder ohnmächtig. Der Mensch ist ein kognitiv und physisch begrenztes Wesen. Wir können ihn entweder durch perfektere Maschinen ersetzen oder die Entwicklung und die Organisation der Gesellschaft nach menschlichem Maß gestalten. Und an diese zweite Option glaube ich. Wir brauchen eine Entwicklung, die nicht nur die biophysischen Grenzen des Planeten respektiert, sondern auch die menschlichen Grenzen berücksichtigt. Das Lokale entspricht dem menschlichen Maß mehr als das Globale. Jeder kann sich mit dem eigenen Viertel viel stärker emotional identifizieren als mit den übergeordneten Ebenen wie Bundesland, Staat oder Welt. Und diese emotionale Identifikation mit dem eigenen Viertel zum Beispiel ist eine wichtige Voraussetzung, um sich als Bürger einzubringen, um zu partizipieren und Verantwortung zu übernehmen, wenn es um den eigenen Lebensraum geht. Jeder Bürger ist auf lokaler Ebene selbst ein Experte. Jeder weiß ungefähr, was in dem Viertel los ist, in dem man lebt oder in dem man arbeitet. Warum müssen die Bürger in Deutschland immer die höchsten Ebenen der Institutionen ums Geld anbetteln, selbst wenn sie am besten wissen, was für ihr Viertel gut ist? Das ist der Grund, warum die Schweiz sehr starke Quartiere hat, mit einer starken Bürgerbeteiligung. Dort gilt das Prinzip der Subsidiarität. Die höhere institutionelle Einheit soll nichts machen,
was die niedrigere Einheit genauso gut oder besser kann. Weitere These: Vertrauen ist ein zentraler Faktor der Transformation. Vertrauen ist die Basis einer funktionierenden Demokratie und Ökonomie. Dort, wo sich die Menschen misstrauen, ziehen sie nicht an einen gemeinsamen Strang. In der Globalisierung gibt es so viele Skandale, weil sich Produzenten, Händler und Konsumenten nicht persönlich kennen. Die Krise der Demokratie und die Finanzkrise sind Ausdruck einer Vertrauenskrise. Um sie zu überwinden, müssen die Demokratie und der Markt dort neu gegründet werden, wo sich Vertrauen bilden kann. Das ist dort, wo sich Menschen im Alltag persönlich begegnen können, nämlich im Lokalen. Virtuelle Räume und Social Communities im Internet reichen für die Bildung und die Pflege von Vertrauen nicht aus. Es bedarf physische Räume der Begegnung dafür. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in Italien, wo sich Produzenten, Händler und Konsumenten persönlich kannten. Und diese engen Beziehungen waren die beste Garantie für die Qualität der Produkte. Dort brauchte man keine Werbung, um Vertrauen zu täuschen. Es gibt ein Problem, schon in derselben Straße haben die Anwohner verschiedene Vorstellungen vom guten Leben. Junge Menschen hören gerne laute Musik, ältere Menschen wollen lieber die Ruhe, Autofahrer wollen mehr Parkplätze, während Fußgänger freie Bürgersteige wollen. Manchmal schimpfen diese Gruppen schon in einer Straße übereinander, aber wie wäre es, wenn sie sich persönlich begegnen und die eigene Straße als gemeinsame Wohngemeinschaft betrachten? Wie wäre es, wenn sich diese Menschen sich an einen Tisch setzen würden, schon in einer Straße, und sich die Frage stellen, wie wollen wir in unserer Straße zusammenleben? Das gute Leben ist kein statisches, vordefiniertes Konstrukt, sondern muss schon in einer Straße ständig verhandelt werden. Schon in der eigenen Straße kann man die Demokratie lernen, üben und leben. Die Stadt kann als Gemeingut betrachtet und behandelt werden, vorausgesetzt die Anwohner reden und kooperieren miteinander. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Vertrauen sich eher in kleineren Gruppen bildet als in größeren. Deshalb brauchen wir für eine nachhaltige Transformation eine Dezentralisierung. Viele vernetzte kleine Gruppen. In eine kleine Straßennachbarschaft bringen sich die Menschen eher aktiv ein als bei einer großen Stadtversammlung. Warum Transformation im Lokalen? Weil die räumliche Nähe eine Sinnlichkeit ermöglicht, ein Selbsterleben. Im Lokale vor der eigenen Haustür muss ich über die Transformation nicht bloß reden, ich kann sie selbst gestalten. Ein positiver Nebeneffekt: während beim Reden vor allem Akademiker auftreten und sich dabei profilieren, ist die Sprache der Gestaltung inklusiver. Weil das Ergebnis meines Handels im Lokal unmittelbar erlebe, ist das ein zusätzlicher Anreiz. Ich gehe mit dem Handeln verantwortlicher und bewusster um, wenn ich das Ergebnis unmittelbar erlebe. Ich kann zum Beispiel meine Straße und mein Viertel selbst lebenswerter gestalten. Und dadurch gehe ich auch anders mit dem Handeln um. So, und eine letzte These: warum Transformation in den Städten? Weil Städte Krisenherde bilden und zugleich Pioniere des Wandels sein können. In den Städten werden die meisten Ressourcen verbraucht, aus den Städten kommen die meisten CO2-Emissionen. In Städten kristallisieren sich soziale Konflikte. Die Städte sind die Haupttreiber der falschen Transformation, aber sie können auch zu Treibern des Wandels werden, des guten Wandels. Das machen die Transition Town Initiativen vor. Sie bereiten die Stadt auf die Zukunft. Wie werden sich die Städte versorgen, wenn das Erdöl knapp wird, was in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passieren konnte? Transition Town Initiativen machen sich für eine Regionalisierung und Selbstversorgung statt. Als Grundbausteine der Stadt sind Quartierideale, urbane Reallabors, um in kleinerem Maßstab
Transformationsprozesse zu initiieren, Experimentierung voranzutreiben. Das heißt, mit der Transformation können wir im Kleinen, in der Nische beginnen. Und wenn wir gelernt haben, wie das funktionieren kann, können wir diese Ideen und Prozesse auf die ganze Stadt übertragen. So, und nun komme ich zum letzten Teil meines Vortrages. Wie können wir eine Transformation hin zu Nachhaltigkeit in unserer Stadt, in unserem Quartier oder in unserer Straße starten oder vorantreiben? Was sind die zentralen Stellschrauben für ein gutes Leben in unserem Wohnumfeld? So, ich komme aus Italien. Italien ist bekannt für die große Mama und für die starke Familienstrukturen. Aber jeder von uns lebt in Familien oder hat in einer Familie gelebt und dort eine lange Schulung erfahren über eine besondere Form von Ökonomie. Und das ist die Schenkökonomie. Ich benutze einen Begriff von Marcel Mauss, ein französischer Soziologe. Worum geht bei der Schenkökonomie? Die Schenkökonomie kommt ganz ohne Geld aus. Innerhalb der Familie gibt es kein Privateigentum, sondern vor allem Gemeingüter, die geteilt werden. Kühlschrank, Auto, Fernsehen, Bücher, Essen, Werkzeuge, alles wird geteilt. Und das, was geteilt wird, muss nicht zweimal gekauft werden. Das Teilen führt dazu, dass die Umwelt weniger belastet wird. Nun stellt sich bei der Transformation die Frage, wie wir diesen Kreis, diesen Vertrauenskreis erweitern können, zum Beispiel auf die Nachbarschaft. Viele junge Menschen denken, dass die Sharing Economy eine Neuigkeit ist. In vielen italienischen Dörfern auf dem Land war aber die Sharing Economy bis in die 70er Jahre der Normalfall. Das, was man zu Hause vermisst hat, musste nicht unbedingt gekauft werden, sondern holte man sich bei den Nachbarn. Wenn wir den Kreis erweitern wollen, in dem die Schenkökonomie oder die Sharing Economy praktiziert wird, müssen wir uns fragen, wie sich die menschliche Beziehung innerhalb der Familie sich von anderen Formen von Beziehungen unterscheiden. Was ist dieser Unterschied? Genau, Vertrauen. Da, wo Vertrauen herrscht, zum Beispiel unter Freunden, braucht man kein Geld und keine Verträge. Wie wird Vertrauen in der Familie gepflegt? Zwei Zutaten sind notwendig. Erstens Raum als Gemeingut. Jede Gemeinschaft, jede Nachbarschaft braucht mindestens einen physischen Raum, der als Gemeinschaftsraum dient und selbst verwaltet wird. In der Familie gibt es zum Beispiel eine gemeinsame Küche und ein gemeinsames Wohnzimmer. Genauso mitten in der altgriechischen Polis, in der altgriechischen Stadt, gab es einen Gemeinschaftsraum. Das war ein Versammlungsplatz, nämlich die Agora. Auf der Agora ist die direkte Demokratie entstanden, denn dort trafen sich die Bürger, um die Entwicklung der eigenen Stadt gemeinsam zu bestimmen. Auf der Agora trafen Produzenten aus der Region auf Konsumenten. Dort wurden die sozialen Beziehungen gepflegt. Auf der Agora fand Kunst und Kultur im öffentlichen Raum statt. Nun ist die Frage, wo ist die Agora in der modernen Stadt geblieben? Der öffentliche Raum wird hier immer mehr privatisiert, kommerzialisiert, ist durch den Autoverkehr besetzt. Es gibt so viele Vorschriften der Stadtverwaltung, die berücksichtigt werden müssen, wenn Bürger öffentliche Räume nutzen wollen. Das Wohlbefinden der Menschen im Quartier braucht jedoch nicht nur sanierte Wohnungen und Geschäfte, sondern auch soziale Aufenthaltsräume und gemeinsame Freiräume, die selbst verwaltet werden. Die zweite Zutat sind Rituale, gemeinsame Rituale. So trifft sich jede Familie beim Mittag oder beim Abendessen am Tisch oder bei bestimmten Festivitäten. Und da wird der soziale Zusammenhalt gepflegt. Was können Rituale in der Nachbarschaft sein, um die Gemeinschaft zu pflegen? Es müssen nicht immer um das gemeinsame Essen gehen, es kann auch um Kunst, Sport oder Politik gehen. Man kann Theater oder Lesungen auch im Wohnzimmer organisieren. So, Beispiele zu diesem Baustein sind zum Beispiel der Tag des guten Lebens in Köln. Vorgestern in Berlin ist übrigens dieses Projekt, das mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis ausgezeichnet worden, unter 1600 Bewerber, und das hat mich sehr gefreut, natürlich.
Dankeschön. So, worum geht es dabei bei diesem Tag? Es geht darum, dass Straßen und Plätze in einem ganzen Quartier, also 25 bis 35 Straßen, in eine Agora umgewandelt werden, die von den Anwohnern selbst im Sinne des guten Lebens verwaltet und gestaltet wird. Alle Aktionen sind an diesem Tag nicht kommerziell, das heißt, auf der Straße wird nichts verkauft oder gekauft, alles wird geschenkt. Das ist ein enormer Unterschied zu Straßenfesten und schon dadurch entsteht eine komplett andere Atmosphäre. Es geht darum, ein Bewusstsein für die Bedeutung des Sozialkapitals anstelle des ökonomischen Kapitals zu fördern. Die Aussage einer Anwohnerin war, die mich sehr beeindruckt war, hat: Seit dem Tag des guten Lebens brauche ich 15 Minuten länger, um meine Brötchen einkaufen zu gehen, weil ich ständig von Menschen aufgehalten werde, die ich vorher nicht kannte. Und da beginnt eben Vertrauen. Die Hemmschwelle zum Teilen sinkt. Im Wuppertal findet der Restaurant Day statt, wobei man das eigene Wohnzimmer in ein Restaurant umwandelt und die Türen der eigenen Wohnung für die Nachbarschaft öffnet. Oft dienen auch Urban Gardening-Projekte im Quartier als Ort, in denen sich die Nachbarschaft bildet und gepflegt wird. Im Berliner Wedding habe ich vor einigen Wochen das Baumhaus besucht. Ein Designer hat dort einen verlassenen Raum mit Möbeln aus Sperrholz eingerichtet. Und in diesem Raum, die Tür ist immer offen, können sich einfach Anwohner, Nachbar, immer wann sie wollen, treffen, zusammen essen, Party machen, diskutieren oder sich einfach ausruhen. Und solche Räume sind sehr wichtig für die Atmosphäre im Quartier, um den Zusammenhalt zu pflegen. So, ein Problem von Räumen unter freiem Himmel ist natürlich, dass die Nutzung wetterabhängig ist. Deshalb bedarf es in der Stadt auch bedeckter, selbstverwalteter Gemeinschaftsräume. Ich habe 4 Jahre in dieser Stadt gelebt, das ist Bologna, und dort studiert. Das ist eine Stadt mit einer sehr starken Dorfatmosphäre. Diese Dorfatmosphäre hat mit einer architektonischen Besonderheit zu tun, nämlich mit sehr breiten Bürgersteigen, die für 36 Kilometer durch solche Arkaden bedeckt sind. So, und das heißt, selbst wenn es regnet, können sich Menschen hier unter diesen Arkaden aufhalten und mit den Nachbarn kommunizieren, sich austauschen. Zweiter Baustein. Was brauchen wir für die Transformation? Stichwort Selbstermächtigung und Selbstmachen. Bisher hat man uns beigebracht, dass die Regierung, die Stadtverwaltung, die Wissenschaft oder der Markt für unsere Probleme zuständig sind. Wir sind eben Kunden oder Konsumenten. Wenn unsere Probleme nicht gelöst werden, haben wir das Recht zu protestieren und uns über nicht funktionierende Stadtverwaltungen zu beschweren. Ich plädiere dafür, diese Einstellung zu ändern. Wir sollten die Stadt nicht mehr konsumieren, sondern selbst machen. Jeder von uns ist kreativ, jeder von uns hat Kompetenzen und ein Wissen über das eigene Quartier. Warum dieses Potenzial nicht nutzen? Wir müssen niemanden bitten, den ersten Schritt der Transformation zu machen. Wenn wir uns mit unseren Nachbarn zusammentun, können wir diesen Schritt der Transformation selbst tun. Die Mitarbeiter der Stadt oder die Wissenschaftler sind keine fremden Menschen, sondern sie sind oft unsere eigenen Nachbarn. Sie sind auch Bürger. Warum sich nicht zusammentun? Warum nicht es zusammenpacken? Mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung als Nachbar zum Beispiel. Wenn wir Freiräume durch Investoren gefährdet sehen, die vor allem Profitinteressen verfolgen, dann müssen wir diese Räume selbst zurückerobern. Was wäre aus der alten Mu geworden, wenn diese Gebäude nicht besetzt worden wären? Jeder Bürger kann die Mobilität in der eigenen Straße, die Energieversorgung in dem eigenen Viertel in die Hand nehmen und umgestalten, so wie die Stromrebellen aus Schonau, Schwarzwald, getan haben. Im Lokalen können wir die eigenen Lebensmittel anbauen, zum Beispiel in Urban Gardening-Projekten. So, jeder von uns kann unglaublich viel ändern und das sagt ja jemand, der nichts Besonderes ist und diese Erfahrung selbst in Köln gemacht hat.
Was brauchen wir für die lokale Transformation? Wir brauchen Bündnisse, unkonventionelle Bündnisse. Wir sind gewohnt, dass nichts ohne Geld geht. Erst muss das Geld gefunden werden, dann kann man Projekte starten. Wenn wir in Köln an diese Vorgehensweise festgehalten hätten, wäre es zum Tag des guten Lebens nie gekommen. Wir haben ein ganzes Quartier für einen Tag autofrei bekommen, fast 200 Aktionen in der Nachbarschaft realisiert und hatten einen Monat vorher nur 15.000 Euro zur Verfügung. Meine Erfahrung ist, wenn Menschen sich zusammentun, wenn jeder kleine und große Aufgaben übernimmt, wenn man teilt, dann kann man gemeinsam Berge bewegen. Es gibt große Spielräume für die Transformation, auch ohne Geld. Von unten nach oben bedeutet nicht, dass sich Bürger und Stadtverwaltung als Kontrahenten erleben müssen. Im Gegenteil, in Köln habe ich erfahren, wie viel möglich ist, wenn Stadtverwaltung, Zivilgesellschaft und Anwohnerschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Auf Augenhöhe. In Köln haben 3 Bezirksvertretungen den Tag des guten Lebens einstimmig beschlossen. Bunte lokale Bündnisse im Lokalen zwischen Akteuren aus den Bereichen Umwelt, Ökonomie, Soziales und Kultur. Solche Bündnisse brauchen wir, um die Rahmenbedingungen zu ändern. Man kann auch die Bauern, den Einzelhandel und das Handwerk aus der Region an Bündnissen beteiligen, um die Nahrungsmittelversorgung und die Ökonomie stärker zu regionalisieren. Zum Beispiel durch die Einführung von Regionalwährungen. Zu jedem Bündnis für die Transformation sollte auch die Natur gehören, denn wir sind selbst ein Teil von der Natur und die Natur ein Teil von uns. Vorletzter Punkt, Vielfalt fördern und aushalten. Ich habe hier in meinem Vortrag immer wieder die Familie und das Dorf als Vorbild thematisiert, doch ich wollte irgendwann selbst nicht mehr Teil dieser Gemeinschaften sein. Warum nicht? Weil ich dort etwas Fundamentales vermisst habe, nämlich die Weltoffenheit. Weltoffene Gemeinschaften, die Vielfalt ertragen statt hemmen, das ist die größte Herausforderung, aber auch die größte Chance für ein gutes Leben, in dem sich jeder von uns persönlich entfalten kann, ohne dafür ausgegrenzt zu werden. Nachhaltigkeit darf nicht bedeuten, dass man die Nutzung des sozialen Raums vorgibt, sondern dass man Räume für die Diversität und die Selbstbestimmung öffnet. Bündnisse müssen nicht nur Konsens ermöglichen, sondern auch Pluralität. Ich sehe zu viele Gruppen, in denen man unter sich ist. Die Ökos sind unter sich, die Kulturschaffenden sind unter sich, Politiker sowieso, Banker und Arme sind unter sich, ältere Menschen sind unter sich und junge Menschen auch. Es gibt Gruppen mit vielen Migranten und Gruppen ohne Migranten. Akademiker sind unter sich und Arbeiter auch. Doch, was ist mit der Mischung? Die räumliche Nähe ist eine Chance, um die Vielfalt in Dialog zu bringen. Man braucht keine Parteien, wenn es um den gemeinsamen Lebensraum geht. Eine heterogene Bevölkerung lässt sich am besten durch Vielfalt mobilisieren. Das heißt, wenn ich die Bevölkerung als Umweltgruppe anspreche, dann ziehe ich nur die Menschen an, die sich für Umwelt interessieren, aber alle anderen nicht. Das heißt, die Vielfalt lässt sich am besten durch Vielfalt mobilisieren und ansprechen. Wir bereisen die Welt, weil wir die Buntheit suchen und doch haben wir nicht gelernt, die Buntheit nebenan zu erkennen und zu nutzen. Und ich habe eine kleine Idee, wenn jede Straße 5 Kriegsflüchtlinge oder Klimaflüchtlinge aufnehmen würde und Integration selbst praktizieren würde, wäre dies eine sehr wirksame Maßnahme, um die wahre Bedeutung von Frieden und Klimaschutz bewusst zu machen. Denn diese Menschen haben es selbst erlebt. Migranten sind Botschafter anderer Realitäten außerhalb unserer Illusionsblase. Und nun zum letzten Punkt. Wir sollten Transformation als Lernprozess verstehen. Sie sollte als Experiment betrachtet werden, denn man kann auch sehr viel von Fehlern und Misserfolgen viel lernen. Lernprozesse brauchen Räume für die Selbstreflexion und den Wissens- und Erfahrungstransfer. Eine Atmosphäre, in der man sich offen mitteilen kann
und in der man mit Respekt zugehört wird. Lernprozesse erfordern das Bewusstsein, dass das System und die Kultur, die wir ändern wollen, ein Teil von uns selbst sind. Lernen beginnt deshalb oft da, wo es weh tut. Was wäre aber aus uns geworden, wenn wir das Lernen immer wieder vermieden hätten, weil wir lieber an alten Überzeugungen, Illusionen, Gewohnheiten und Sicherheiten festgehalten hätten? Das gute Leben, das wir nach außen predigen, will gleichzeitig nach innen gelernt und gelebt werden. Vielen Dank.